Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars mit mir, dem Thorsten, und so ein paar Pokale wollen wir heute mal ein bisschen pushen. Ich glaube, so ist das ganz gut. Ich habe hier mein kleines Spiele-Handy, so will ich es mal sagen. Also das Ding hängt hier nur im Wireless LAN, mehr nicht, am Start. Und jedes Mal allerdings, wenn ich mit einigen Clubkollegen hier irgendetwas mache, dann verliere ich in der Regel Pokale. Und ja, super, gleich wieder das tolle Zeichen. Aber ich bin ganz gut verbunden, komischerweise. Und da weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob die Server hier durchlecken oder Moinsen schreiben wir erstmal. Oder ob es wirklich mein wireless LAN ist. Und aber ich muss, also das Zeichen ist, es wäre jetzt ganz schön, wenn es jetzt weggeht. Lust auf Juwelenjagd. Jo, können wir machen. Mal gerne machen. Wir können gerne mal ein paar Juwelen jagen. Ich bin im Moment mit dem Rico hier unterwegs. Hat den einfachen Hintergrund, der muss noch ein bisschen leveln. Der hat immer noch Power 1 und das ist ein bisschen mies oder ein bisschen mager. Und kommt hier jemand rein? Das ist eine Freundschaftsanfrage. Okay, die gucke ich mir später an. Ich sage einfach mal, wir sind bereit. Gucken wir mal, wie das Ganze dieses Mal oder überhaupt mal läuft. Mal schauen. Okay. Dann geben wir mal Gas. Geben wir mal Gas, ist gut. Der mit seinen abprallenden Kugeln hier, das ist sicherlich nicht schlecht. Es rafft mich gleich dahin. Ist aber nicht so schlimm. Einer muss halt der sein, der sich hier immer ins Getümmel stürmt. Und oftmals ist es dieser Kugelwerfer hier oder der Kugelschießer hier. Okay, wir haben aber vorne einen Frank, aber irgendwie haben wir da was. Irgendwie haben wir da oben einen. Den muss ich da so ein bisschen... Ah, der kriegt mich zuerst. Okay, den müssen wir da wegkriegen. Aus der Ecke, denn der Gegner hat schon wieder ein bisschen zu viel geholt hier. Und mal sehen, oh, da diesen Flötenheini. Nein, Flötenheini. Bei dem Poco. Ein Heiler ist echt gut. Der Poco ist wirklich ein guter Münzen- oder ein Edelsteinträger. Und ihr seht das hier, wir kommen da jetzt nicht mehr wirklich ran. Ah doch, jetzt sind wir rangekommen und haben uns jetzt auch ein paar von den Dingern hier gegönnt, beziehungsweise sind jetzt, ja, wir sind wenigstens so, mich hat es wieder dahin gerifft, scheiße, ich hoffe, die holen sich das jetzt, ja, klar holen die sich das, der Gegner holt sich, die kriegen wir jetzt nicht, wenn der Gegner Fuchs ist, dann kriegst du die Dinger nicht mehr wieder, je nachdem, wer sie jetzt hat, jetzt habe ich hier schon wieder das Zeichen und komme gar nicht mehr da zum Drücken, also mein Wireless LAN kann es nicht sein, denn ich hatte vorher schon etwas gespielt hier. Und holen wir uns die nochmal? Ah nein, nee, das schaffen wir nicht nochmal. Packen wir nicht nochmal. Da haben wir jetzt einen haben wir gerade mal so geschafft. Aber es ist nicht so schlimm. Ich sage ja, sobald ich hier mit Clubmitgliedern spiele, klappt das hier nicht mehr. Ich habe die Tage auch ein paar Pokale verloren. Da waren es, glaube ich, 6 Stück oder so. Dann habe ich geschrieben, ich muss das jetzt erstmal aufholen. Bin rausgegangen, habe ein paar Partien einfach mit anderen gespielt. Und dann klappt das. Aber okay, vielleicht beim nächsten Mal. Oder ich sollte einfach einen anderen Brawl nehmen. Okay. Vielleicht sollte ich einfach einen anderen Brawler nehmen. Mal gucken, ob ich nicht einfach mal wechsle hier. Wir nehmen den Kollegen Brok mal mit. Ich glaube, mit dem lässt es sich ganz gut pushen. Machen eben mal nebenher die Dings auf hier. Die Truhe auf. Und ihr habt es gerade gesehen. Ich habe ganz, ganz viele Markenverdoppler. Ich habe mir nämlich für 50 Gems nochmal... Ich glaube 1000 Stück gab es oder so, nee, 2000 meine ich. Und in den beiden letzten Umsonstpaketen gab es die ja auch, die Markenverdoppler, deswegen habe ich davon so viele. Und dann gehen wir mal wieder auf bereit. Mal sehen, wann die beiden jetzt annehmen. Schreibt doch nicht so viel, spielt doch einfach. Die Gegner waren einfach zu stark, ja, ist klar. Ist klar, Gegner sind dann immer zu stark, irgendeine Ausrede hat man ja immer. Oh, jetzt geht's dabei. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir uns dazu entschieden haben, was wir eigentlich machen wollen. So, diesmal mit dem Brok hier. Klar, erstmal gegen eine Mauer geballert. Aber der Brok ist auch ein guter Münzenträger hier. Da holen wir uns schon mal ein bisschen was. Und ich nehme mal an, dass jetzt gleich über die Seite was reinkommt. Wen haben die da hinten eigentlich? Ist das ein... Ach, das ist dieser Flaschenheinz. Ah, den kann ich... Den mag ich gar nicht. Den mag ich gar nicht. Scheiße. Der holt sich jetzt nämlich meine Marken da hinten. Ah, den kann ich nicht ab.
Ich hab den ja selber noch nicht. Ich habe überhaupt keinen Brawler in letzter Zeit dazu gewonnen. Das heißt, ich kämpfe hier eigentlich. Ich hätte fast gesagt, oldschool. Wieder in so einer Pulle da verreckt. Oh Mann. Wieder in so einer Pulle verreckt. Ich kämpfe hier ein bisschen oldschool mit den Standard-Brawlern. Oh, der Gegner hat schon 8. Okay. Das klappt echt super hier. Ich bin begeistert hier. Der Gegner kann auch einfach so bei uns rumrennen. Wir sind einfach so ein bisschen ein etwas kleinerer, ungeordneter Haufen hier, würde ich mal so sagen. So, und kriegen natürlich nichts. Und ist klar, in der Phase natürlich nochmal jetzt ein Timeout zu kriegen, ist natürlich auch scheiße. Aber der Gegner hat 11. Wir haben 0. Kann es sein, dass wir in zwei Spielen noch nicht einen einzigen Stein hatten hier? Alter Falter. Okay. Zwei miese, damit können wir aber leben. Das ist nicht so schlimm, da sind die beiden auch erstmal wieder raus, ist klar. Neues Team, neues Glück. Okay, mal sehen, ob wir jetzt wenigstens mal ein Steinchen bekommen. Es kann ja nicht sein, dass das hier so mal gar nicht mit uns klappt. Und jetzt haben wir auf jeden Fall einen Heiler dabei. Ich schieße immer gegen die Dinger da. Ich habe jetzt natürlich fürchte. Ah, von rechts. Ah, Nita da von rechts. Okay, die Nita hat sich da auf jeden Fall versteckt auf der Seite. Oh, wir haben ja jetzt doch schon ein paar Marken, beziehungsweise ein paar Edelsteine. Ein paar Klunker. Aber ich habe ja gesagt, der Poco da ist wirklich ein super Spieler. Und ich glaube, hier hinten, da ist Nita nämlich gewesen. Das war Nita. Da haben wir noch einen Colt dazwischen. Nein, 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 du nicht, du nicht. Oh, doch. Habe ich, aber ich habe ihn auch gekriegt. Ich habe ihn auch gekriegt. Alle Edelsteine wieder futsch, weil wir zu langsam waren. Ah, nee, wir waren doch nicht zu langsam. Okay, auf wen müssen wir jetzt eigentlich gehen? Wer hat ja die vielen Steine da? Aber ich kann mir vorstellen, dass er da oben die vielen Steine hat. Okay. Ah, nee. Da sind die vielen Steine. Oh, und wieder das Zeichen. Immer so kurz vor Ende. Ich kann dann immer nur so reinpushen. Jetzt bin ich kurz mal gestunt hier vom Frank. So, jetzt haben wir allerdings ein paar Marken mal für uns. Und oh, ich muss kurz mal weg. 6-6, okay. Das geht noch. Aber trotzdem müssen wir ein bisschen offensiver spielen hier. Das geht jetzt nicht anders. Komm, holt euch die da oben. Nein, da ist nur ein roter da oben. Scheiße. Och nee, komm jetzt. Das kann ja nicht sein, dass bei uns die Runden jetzt immer so flöten gehen hier. Okay, vielleicht kann ich die jetzt so ein bisschen auf mich ziehen. Das wäre mal nicht schlecht hier. Komm, hol die da. Ah, 9-9. Das ist ein spannendes Match, muss ich sagen. Das ist ein super spannendes Match. Wir haben den ersten Countdown, okay. Und kriegen noch ein paar Marken dabei. Nein, 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 nein. Ich bin da viel zu sehr im Tumult gerade drin. Wer hat die da? Scheiße. Oh, 17 Stück. Ich krieg die Motten, ey. Komm, da müssen wir voll durch. Da oben der Frank, der Frank, der Frank, der Frank. Jetzt hatten wir wenigstens ein paar Marken, aber dann einmal verloren. Ist starker Spieler hier, der Frank, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn der einen stunt. Jetzt haben wir drei Spiele gemacht. Minus 6, mit minus 6 hier wieder reingestartet. Die beiden haben auch keinen Bock mehr. Eieieiei. Und so hat sich das Team hier jetzt eben mal aufgelöst. Ja, so ist das. Aber einer ist noch online, der andere ist eben offline gegangen. Also der hatte wahrscheinlich auch einen kurzen DC. Und deswegen bin ich hier mal raus und spiele hier halt mit irgendwelchen Spielern diese Spiele hier, aber ich würde gerne die Marken heute noch wenigstens jetzt die Marken und die verlorenen Pokale. Das ist ja dann eher eine Folge Pokale rückwärts pushen oder so. Aber macht nichts, macht nichts. Es sollen ja auch letztendlich nur Folgen sein, wo ich euch so ein bisschen den Fort- oder Rückschritt zeigen kann. Also so, das kann ja auch so eine Folge kann ja auch dazu dienen. So macht man es nicht. Ja, also unter der könnt ihr das auf jeden Fall jetzt absetzen hier. Und wollen mal sehen, dass wir die hier so ein bisschen stark mal unter Druck setzen können in ihrem eigenen, beziehungsweise hier oben in deren Hälfte eigentlich. Das ist nicht schlecht, sodass wir immer schön die Marken hier sammeln können, wenn wir die da oben so ein bisschen festsetzen. Und die setzen mich natürlich jetzt auch gerade so ein bisschen fest. Nein, 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 nein.
Der Colt haut hier ziemlich arg mal gerade so rein. Und jetzt musste ich eigentlich mal sterben. Das wäre nicht schlecht, genau. Aber ihr seht das hier. Komischerweise klappt das. Random geht das immer ganz gut, aber mit Mates und immer zum Ende hin. Immer zum Ende hin kriege ich hier das Zeichen. Das ist dann natürlich auch ein bisschen doof. Kommt, die hole ich mir. Die hole ich mir. Hier machen wir erstmal von der Jenny das Ding da weg. Oder von Penny. Nee, von Jenny war es. So. Wir haben jetzt aber gleich in jedem Fall... Komm. Ja. Ich habe die Ulti wenigstens gerade noch machen können. Und wir haben jetzt schon unser Showdown. 10-1. Also wir haben den Gegner wirklich wenig gegönnt da oben. Und können jetzt selber noch so ein bisschen was... Können selber noch ein paar Marken machen. Ich ziehe mal das Feuer so ein bisschen auf mich. Dann können die da unten... Dann sind die ein bisschen in Sicherheit. Und dann müssen wir auch nichts mehr machen. Brawl vorbei. Also haben wir die 6 Pokale, beziehungsweise 5 kriegen wir. Ne, 6 kriegen wir wieder reingeholt hier. Ja, so muss ich es manchmal machen. Leute, lieber Club. Wenn ihr mit mir hier spielt, dann hagelt es auch mal Minusmarken. Kann ja auch an mir liegen, aber ihr habt das jetzt gerade gesehen. Random klappt das hier komischerweise. Und aber noch ein Spiel mache ich erstmal mit denen jetzt nicht. Wir haben jetzt noch so ein paar Marken reinbekommen, haben die Starmarke reingekriegt. Ich bin so spät, ihr seht das hier selber. Ich kann jetzt noch dreimal die Starmarke vor allen Dingen reinspielen. Das werde ich jetzt auch machen. Also ich werde das mal jetzt ein bisschen offline pushen. Und sollte einfach nur eine Update-Folge gewesen sein hier von Brawl Stars. Und das Aufnehmen, glaube ich, klappt ganz gut. Wenn zumindest den Brawl Starlern das ganz, ganz gut gefällt. Ich glaube, jetzt ist das auch, wenn ich das jetzt mal so sehe, jo, das ist auch recht flüssig. Und mit der Bildwiedergabe, ich habe nämlich das USB-Kabel nicht gewechselt. Aber es lag an einem anderen kleinen Detail. Es war nämlich gar nicht das Kabel hier oben, sondern es war das Kabel unten im PC, was wohl irgendwie so ein bisschen wackelig war. Und, oh nee, der ist mir ein bisschen zu hoch. Und deswegen hat die Aufnahme immer gehakelt, beziehungsweise ich hatte immer wieder ein Disconnect, dass der USB-Konnektor hier nicht richtig ging. Aber ich glaube, so als Status bleibt einfach am Ball. Ich bleibe hier bei dem Game auch am Ball. Ist immer so ein bisschen als zweite Folge für irgendeinen Tag gedacht, an den natürlich Clash of Clans kommt. Also bis dahin, euer Toto, rollt mal weiter.